Hey Freunde, was geht? Mein Name ist Panzer und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal bzw. zu einem Nice Price Video. In diesem Format geht es darum, dass wir Pokémon-Produkte aufmachen, die im Angebot waren und dann einfach mal schauen, ob sich das Ganze dann gelohnt hat, ob der Kauf auch worth it war. Und ja, ich freue mich heute einen Ast ab. Das ist nämlich eine Premiere für mich, eine Premiere auf diesem Kanal und generell, weil ich dieses Set noch nie aufgemacht habe oder noch nicht aufmachen konnte. Wir öffnen heute diese wundervolle Gyarados, den Box aus dem Verborgenes Schicksals-Set. Und das soll ja richtig gut sein, nicht nur die Pullrate, sondern generell die Karten und so weiter und so fort. Es gab diese Variante oder diese Tinbox mit Gyarados, mit Raichu und mit Glurak, wie man gerade sehen konnte. Und das Ganze für 18,74 € bei Spielemax. Und nein, das Angebot gilt nicht mehr, da ich das ein paar Wochen später aufnehme. Und ich will gar nicht so lange schnacken. Ich mache das Ganze jetzt auf und erfreue mich an den Karten. Mal schauen, ob sich die Pullrate bewahrheitet. Aber ich will ja auch nichts versprechen, sonst gehe ich mit leeren Händen aus. So. Und wie man unschwer erkennen kann, habe ich wieder eine andere Perspektive gewählt. Das liegt daran, dass ich mir meine alten Videos angeguckt habe und, oh Gott, ich habe den Code gezeigt. Super, egal. Ihr könnt den haben. Das gönne ich euch einfach mal. So, da habt ihr dann das verborgene Schicksal-Deck mit dem Gyarados. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe mir meine alten Videos angeguckt und festgestellt, dass die Lichtqualität oder die Lichtverhältnisse allgemein so besser sind. Hier haben wir das Gyarados und generell finde ich das auch sehr angenehm, da ich jetzt endlich sitzen kann. Ich stand vorher und ja, das ist doch schon mal ganz gut. Wieso habe ich das Ding jetzt rausgeholt? Das sollte sowieso dort drin bleiben. Hallo? Machen. So, das können wir auch direkt einfach mal oben drauf tun. Ja, wir haben hier in dieser wundervollen Tinbox alle Artworks des verborgenen Schicksalssets. Wenn der Fokus da ist, könnte ich auch ein Thumbnail-Foto machen. Und wir fangen einfach mal mit Mewtwo an, dann geht es weiter mit Mew, den Vögeln und dann zuletzt das Charizard. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, das Shiny Charizard, aber gut. So, wir haben hier den Code und dann den Kartentrick. Der war eins nach da, nach da. Und so, dann haben wir die Sch potenzielle Shiny-Karte ganz hinten. Den Kartentrick habe ich mir selber zugelegt. Und wir starten mit einer Wasserenergie, Kleinstein, Tragosso, Evoli, ein Pipi, Enton, Rockus Durchhaltevermögen, dann haben wir Sichlor, Rosanna, Smetbo, ein Kleinstein als Reverse und dahinter haben. Nein! Oh je! Oh Gott! Das Smetbo war ja die Rare! Das hat mich. Okay. Oh. Das hat mich total aus der Bahn gebracht, dass ich ja den Kartentrick verändert habe. Und ich war so daran gewöhnt, dass nach der Reverse logischerweise die Rare kommt. Aber in dem Fall, bei diesem Set, kommt zuerst die Rare, wenn man den Kartentrick macht, und dann die Reverse, weil die Shiny-Karte auf dem Reverse-Slot ist. Und ja, kleiner Fail am Rande. Aber wie gesagt, ich habe dieses Set noch nie aufgemacht. Darum kann man mir das hoffentlich auch verzeihen. Ich sortiere das Ganze hier jetzt einfach mal. Und dann geht es auch schon weiter mit dem wundervollen Mew. Also ich freue mich wirklich, wieder ein bisschen aufnehmen zu können und natürlich Booster zu rippen. Das ist generell eine sehr tolle Sache. So, wir nehmen vier, tun hier eine hin, dann da und dann so. Mit diesem Kartentrick, man kann natürlich auch die Karte so einzeln runternehmen und da drunter schieben, aber dann würde man eventuell auch die Rückseite oder die Vorderseite in dem Fall fühlen und dann merkt man auch schon, was das für eine Rare ist. Ja, ich freue mich auf jeden Fall immer, für euch was zu machen. Wir haben eine Energie. Carpador, Ekans, Volteball, Kleinstein, Pikachu, Porenza, Rosanna,
Glutexo, Aquana als Holo, das ist schon mal ein sehr, sehr schöner Pull. Und dahinter haben wir, oh, schade, in Anführungszeichen nur ein Evoli als Reverse-Karte. Ich bin ein bisschen enttäuscht, vielleicht kommt da noch was, das wäre richtig miese oder richtig mies, wenn wir keine Shiny ziehen würden. Der Druck ist da, die Erwartungen sind hoch. Aber gut, ich habe noch ein paar Produkte hier stehen von Verborgenes Schicksal. Es soll nicht an einer einzelnen Tinbox liegen. So, da haben wir einen Code für euch. Viel Spaß. Ja, ich hoffe, das war nicht zu laut. Ich musste die Codekarte gerade mit meinem. Nein. Nein, ich. Oh Gott. Oh Gott. Was habe ich getan? Okay, wir lassen uns einfach mal überraschen, wo denn letztendlich die Rare ist. Ich habe richtig Mist gerade beim Kartentrick gebaut. Tragosso, Kleinstein zum vierten Mal, Pummeluff, Sterndu, Rettern, Pokémon Center Dame, Geowatz als Reverse Rare Karte. So, das sollte auch möglichst im Bild sein und dahinter haben wir eine Sabrinas Vorschlag, einen Sabrinas Vorschlag und Mistys Entschlossenheit und Smogmog als eigentliche Rare-Karte. Wow. Bis jetzt nur eine Holo, immerhin, aber da geht noch was. Feenenergie, ist das ein Zeichen? Pipi? Ja, es war anscheinend ein Zeichen. Tragosso zum dritten oder so. Pummeluff. Evoli auch zum dritten Mal. Gefühlt Raupi. Chanera. Und ich merke gerade, das ist auch gar nicht so das große Set. 38, 68 plus dann noch ein paar Shiny-Karten. Giovannis Exil. Und Secret Rare-Karten. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, die Shiny. Sind die Shiny-Karten mit in diesen 68 Karten inkludiert oder ist das sozusagen eine Secret Rare? Ich kenne mich wirklich nicht gut aus. Aber nun gut, wir haben hier Rockus im Mamoria Arena. Als nächstes ein Safcon und zu guter Letzt ein Geowatz. Und das ist sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ich habe wirklich, 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 wirklich viel Positives gehört, aber das war ein absoluter Reinfall. Schade. Das konnte auch nur mir passieren. Ja, unsere Puls. Wir haben einen Safcon, einen Geowatz. Geowatz, da haben wir Smogmog, Evoli Reverse und Smetbo Rare, Kleinstein Reverse und Aquana Holo als unser Superpull. Zusätzlich haben wir noch aus dieser Tinbox bekommen das Gyarados GX, wovon ihr auch die Codekarte bekommen habt. Also, ja. Haut da rein, bis zu den nächsten Videos und ciao!